Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel LP. Und mein Name Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Party 8. Ja, hurra! Ich fress eure Seele. Und mein Hut. Mein Hut frisst Yoshi, auf die Bühne mit dir. Du hast dich siegreich geschlagen. Du bist der absolute Star. Oh. Als Sieger der Sternenrallye hast du die höchste Ehre des Jahrmarkts errungen. Du bist der Superstar. Zeit für den nächsten Preis. Überraschung. Viel besser als Bonbon. Besser als alles andere. So, jetzt. Der Hut ist der wahre Bösewicht des Spiels. Lass mich raten. Du hast die Katze aus dem Sack gelassen, mein Freund. Richtig so. Der Preis ist der Sternzepter. Oh. Und dabei handelt es sich nicht um das Trendaccessoire des Jahres. Das Sternzepter bedeutet Macht. Oh, ich liebe Macht. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass jetzt ein Superstar auch aufpasst. Also tschüss dann. Okay. Halt! Wo ist? Hey. Wow, Yoshi. Du denkst also, du wärst ein Superstar? Im Ernst, dass ich nicht lache? Wenn es hier um die Erbsenrallye ginge, könnte ich mir vorstellen, dich an erster Stelle zu sehen. Also nicht gesehen, wie ich in 10 Minuten gerade das letzte Brett erledigt habe? Vergisst also, du eigentlich? Halt die Schnauze! Aber ja, aber das hier ist die Sternrallye und ich sehe nur einen Superstar, mich, und das Zepter gehört mir. Also reich es rüber, sofort. Guck mal, wieder abgeht. Shiny! Du willst es wieder haben? Hol's dir! Oder bist du ein Angsthase? Oh, na warte, jetzt kriegst du. Er hat mich Angsthase genannt, jetzt bedeutet das Krieg, ey. Ja. Bowser hat das Sternzepter gestohlen und die Show dazu. Das ist das Ende. Oh nein! Bowser hat uns gedemütigt, er hat uns fertig gemacht. Was für eine Niederlage! Oh nein! Aber Moment mal, wir haben doch dich. Du biegst es wieder gerade. Ja, mach mal. Ja. Los, auf geht's. Wir bringen die Sternenrallye zu den Sternen. Jetzt gegen Bowser. Okay, kein Problem. Bowser Stahlstern. Alter. Was ist das denn? Das ist Super Mario Galaxy 3. Ist überhaupt nicht unfair gegen Bowser, der ist ein Zepter, der weiß ich nicht. Manipuliert hier alles wahrscheinlich. Komm da runter, verdammt. Ich hab meinen Kirby-Stern, jetzt mache ich dich platt. Hilfe, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Was für eine Achterbahn! Es sieht ganz einfach aus, als hätte uns Bowser zu seiner unheimlichen Bosses im All verschleppt. Oh nein! Ein düsterer Augenblick. Was wird jetzt mit uns geschehen? Wir werden erstmal keine Luft kriegen, weil wir ja im All sind. Willkommen, Yoshi. Dieses Sternzepter scheint dir ja unheimlich wichtig zu sein. Gelingt es dir irgendwie, meinen Gehilfen zu bezwingen, gebe ich dir das Sternzepter. Unmöglich, ich weiß. Wer ist denn dein Gehilfe? Zeig dich von deiner schlechtesten Seite, Blooper. Keiner kann es mit uns aufnehmen. Und keiner? Blooper, da kommt er schon. Warte, bist du nicht auf den Arm? Es kann auch teilweise sein, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war mein Nachbarbruder gewesen. Also, was ist schon Raum, was ist schon Zeit und was bitte ist Fairplay? Wir sind fernab von dieser Welt auf Bowser. Eine Frage in diesem Spiel. Ja, wir sind fernab von dieser Welt auf Bowser Stahlstern. Ein Ort voller böser Überraschungen. Möchtest du euch ein paar Angst über das Spielbrett erklären? Nee. Ich tue das schon. Mein letzter Boss ist ein Tintenfisch. Ey. Ja. Mal sehen, wer jetzt erst dran ist. Los würfeln. Guck mal her. 1-9. Oh. Oh nein. Looper ist zuerst dran. Du wirst niemals eine Rolle in Splatoon bekommen. Danach kommt Yoshi. Nee, jetzt kommen die nicht auch jetzt in Mario Kart vor? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Geschenk für den Anfang. 10 müssen für jeden von euch. Wir haben 3 Sterne. Ja. In diesem Spiel ist es so, du musst die Sterne des anderen abnehmen, um zu gewinnen. Wenn du keine Bonbons auf dem Weg findest, schau bei einem nach vorbei. Wo ist wohl der Nächste? Da ist er ja. Nichts wie hin, um einen Bowser oder Kugelbilly-Bonbon für die nächste Naschattacke zu kaufen. Okay.
Auch nur so kriegt man die Dinger an. Das sechste Spiel beginnt. Level 6. Also, es gibt zwei Arten von Bonbons, die in diesem Brett relevant sind. Die Kugel-Willi-Bonbons und die Bowser-Bonbons. Ein Kugel-Willi-Bonbon lässt dich dreimal würfeln und jedem Spieler auf dem Weg einen Stern abnehmen. Das Bowser-Bonbon funktioniert so ähnlich, sodass du zwei Würfel pro Runde hast, also für diesen Zug hast, und du jedem Spieler auf dem Weg zwei Sterne auf einmal abnehmen kannst. Also einfach nur... Es ist eigentlich so ziemlich... Hol dir Bonbons und versuch den Gegner auf irgendeine Art und Weise zu erwischen. Aber du bist auf einem Fahrzeugfeld gelandet und weißt du, was das heißt? Nein. Uah, Zeit für Einrichtungswechsel. Ja, und der Starstern geht auf Schubumkehr. Uah. Was bedeutet, wir drehen das Ganze mal. Und zwar um 63 Grad. Ab jetzt bewegt ihr euch alle in die entgegengesetzte Richtung. Ich will schon wieder zurücklaufen. Ja, das heißt, du würdest jetzt wieder zurücklaufen. Alles geht jetzt nach dahin. Was kosten die Dinger? Bonbons? Aber erstmal, komm, wir drehen. Jetzt geht der ganze Schrecker wieder los. Ja, ich finde, wir haben genug in die Richtung. Na und? Ja, der Folge macht jetzt, glaube ich, immer Leute. Das kann extrem lang dauern. Ja, wie viel kosten jetzt die Dinger? Ich glaube 20 Münzen. Boah. Aber du kannst auch von den Bonbonstationen kannst du auch teilweise welche kriegen. Ich mal auf. Ja. Ah. Hilfe. Was ist das? Oh. Es lebe das Chaos. Jetzt bringe ich eure Bonbons durcheinander. Und los geht's. Wirbel, zwirbel, 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 zwirbel. Und wo wird das Bonbon hinkommen? Ja, ich frage mich wo. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Lauf, yeah, und zack. Oh mein Gott. Ich hab doch benutzt, ey. Ja. Hätte ich das nur mal benutzt. Oh geil, ein Bonbon. Wo kommt denn das her? Dieser Kugel, ey. Ich werde jetzt das Bonbon benutzen, um meinen Feind zu vernichten. Ich werde eine neue Hauptkarte von Splatoon. Ja. Da kriegt er direkt noch eins. Wie die Krise. War schon wieder. Wechseln wir nochmal die Richtung. Yeah! Oh, es ist mal wieder Zeit für diesen Part des Tages. Okay, geil. Das werden wir, glaube ich, ein paar Mal sehen. Ja. Boah. Denkt nicht mal daran, dass ich das jedes Mal wiederhole. Es wäre auf Dauer nervig und es würde meinen Hals schaden. Okay. Okay, du bist am Zug. So, komm. Boah. Komm her. Warte, hier war ich doch schon. Hui, macht das nicht Spaß? Das macht Spaß. Das geht. Boah, schon mehr. Mehr? Mehr. Oh! Ah! Ein Kugel-Willi-Bonbon! Oh, da, sehr gut. Sauber, ne? Das ist noch eins. Ah, ein zweimal. So, dann kommen wir mal näher. Ja. Näher. Und hier. Und dann wieder. 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 So, Kugel-Willi gibt mir drei Würfel und. Gib dir drei Würfel und du kannst jedem Spieler auf dem Weg einen Stern nehmen. Oh, Alter. Ein Pasch. Ist das euer fucking Ernst? Ein Pasch. Was für ein zauberhafter Zufall. Als Bonus bekommst du 10 Münzen. Oh, super. Bei Monopoly dürfte man nochmal würfeln, aber das ist nicht Monopoly. Alter. Ich weiß nicht, wie das bei dem Spiel Straßen des Glücks ist, wo es Charaktere von Mario und Dragon Quest gibt. Okay. Kennst du Straßen des Glücks? Nee. Das ist auch so ähnlich. Oh, Bowser Bonbon. Geh weg. Geh weg. Den reiche ich doch niemals von da. Alter. Oh, okay. Ne, halt, die kosten 15 Münzen. Also ich meine, die Kugel-Willi-Bonbons kosten 15 und die Bowser 20. Krieg ich doch nie im Leben, ey. Wenn das jetzt mal genug. Wenn er jetzt einen sagt, da hinten kann er sich noch eins holen. Aber tut er nicht, und? Dann will ich mal gucken, wo er landet.
Ich glaube, ich will von dem flüchten erstmal. Vielleicht ist er ja so blöd und setzt sein Ding ein. Ich weiß gar nicht, wo du stehst. Wo stehst du überhaupt? Du stehst weiter vorne, ne? Wie oh Gott. Ja, ich glaube, du stehst vor ihm. Ja, du solltest abhauen. Und weil, dann könnte er gleich auf dich zukommen. Wo bin ich? Da ist er. Das da heißt, ist er und er würde genau auf dich zukommen. F this. I have to use this. F this shit, I'm out. F this shit, I'm out. Mm-mm. F this shit, I'm out. Wenn er dann irgendwann auf mich zukommt, wird sich dann halt mein Ding ein, hoffentlich. So. Aber jetzt hau erstmal ab. Tschüss. Du musst ein paar Bonbons kaufen, wenn du die Bowser sein willst. Kaufen? Ja, du könntest Glück haben. Aber wenn du Bonbons suchst, ist tolles Zahnschmerzkleber für dich. Sondern du nur jetzt Leckereien für Liebhaber. Bitte such dir einen Bonbon aus. 10 oder. Wirf mal zweimal neben den Gegner. Ich glaube, ich nehme mal hier von 1. Ja. Möchtest du einen Bowser-Bonbon? Ich glück aber, kommt er jetzt direkt und knüpft mir Dinger ab. Da oh. Ich direkt und knüpft ihn wieder welche ab, was es dann vollbringt. Was auch. Und jetzt viel Spaß beim Spiel, die Bitzen. Komm wieder, wenn du Nachschub weißt. Na, oder war hier? Ein Flap-Flap-Bonbon. Hab ich noch Platz, ja. Da. So, sei so blöd und setz dein Ding ein, bitte. Da reicht mich nicht. Oh. Aber das gibt, tut mir nur ein abziehen, ne? Das tut dir nur ein abziehen. Kugel wie die Bonbons nur 1, Bowser Bonbon 2. Alter. Also, eine 6. 5. Und eine 8. Der holt mich ein. Zoom. Der holt mich ein, der holt mich auf. Oh Gott. Oh Gott, er holt mich. Ah! Ah! Und. Erwarte ich nicht mehr. I'm gonna get you. Shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh Gott. Jetzt können entweder hast du es gleich Glück oder absolutes Pech. Weil die beiden Erfindungen ja. Können zufällig aufgehen. Nicht abwechselnd. Nein. Ich glaube, ich bleibe erstmal hinter denen. Ich noch nicht, ich habe keinen Zweierdingen, glaube ich. Naja. Möchtest du, willst du deinen Bowser-Bonbon riskieren oder willst du doch? Ich glaube, ich will lieber meinen Kugel-Billy-Ding einsetzen. Dann sollst du das machen. Aber weil wenn er dich nämlich mit seinem Bowser-Bonbon dich nochmal erwischt, dann hast du verloren. Na, Jim auch wieder. Weißt du, warte, ich muss erstmal noch machen. Der ist nicht weit von dir weg. Weil ja diese Linie führt ja genau einmal so rum. Ja. Aber ich will, dass der irgendwo hier landet, damit ich ihn auch garantiert treffe. Mhm. Na, gucken wir mal. Oh Gott. Nee. Möchtest du einfach Bonbons kaufen? Ich glaube, ich lande jetzt direkt vor dem, ne? Wenn du jetzt Pech hast, dann ist das so. Bitte nach links. Bitte nach links, bitte nach links, bitte nach links, bitte nach links! Oh Gott. Oh Gott. Meine Nerven. So, jetzt du eine vernünftige Zahl öffnen, ne? Ja. Er ist natürlich noch weiter in der sicheren Zone. Oh Gott. Und egal was du jetzt würfelst, er wird dich kriegen. Es sei denn, du würfelst eine 1, dann kann er dich nicht kriegen. Ja, ich habe ja so viel Glück. Also beim letzten Mal hattest du viel Glück. Einfach das hier ausmachen. Ich werfe ein paar Münzen ab. Einfach so. Wenn du den Kugel will einsetzen, dann könnte ich mir auch den Staub machen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie darauf lassen kann, eine 1 zu würfeln. Ich glaube allerdings auch nicht. Ich nehme 10 Münzen ab. Und jetzt mach flap, flap, flap. Graf Draco Yoshi. Ich bin gerade dran. Aber ich kann jetzt gar keinen Bonbon mehr einsetzen, oder? Nein, du kannst keinen Bonbon mehr einsetzen. Bah. Ich glaube, du hast dich jetzt gerade in das eigene Fleisch geschnitten. Bah. Ja. Ich habe verloren, geil. Außer der tut eine verdammt winzige Zahl dürfen. Was ich allerdings nicht behaupte.
1, 2, 3, ja. Was? Er hätte den Sieg in der Tasche gehabt und nutzt ihn nicht. Ich bin zu weit entfernt. Ne? Ach, jetzt geht der schon wieder. Boah, jetzt geht der schon wieder hier einen Kilometer weit entfernt. Er hat es mir übel genommen, als ich ihn seinen Münzen abgenommen habe. Ich glaube auch. So, landest du davor irgendwo? Und jetzt mal, was kommt denn weg? Was? Ist der bescheuert? Ja, I'm stupid. Oh, ein DK-Feld. Hallo. Jetzt kommt der Wortwelle wie ein Metroid rein. Ja. Wow. Donkey Kong und ein Bonbon. Ein Kugelblieb. Ah, müssen wir eigentlich auf den Arm nehmen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Der berechnet hat doch alles, ey. Ich sehe auch schon wieder welche Hyperraumrouten hier im Kopf ausrechnet, ey. Nein! Wenn du auf einem Bowser-Feld landest, dann nimmt dir Bowser einen Stern. Einfach so. Warte, ich setze mal die Bewege ein. Ja. Wird schon klappen. Ja, wird schon klappen. Wird klappen! Sieht sexy aus. Ja. Ja. 9, ja, sowas von. 9. 9. Und? 3. 9. Und? Da, 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 da. Oh, du kriegst sogar noch eine Kritik. Jetzt nochmal einmal rum und nochmal so durch am besten. Das ist mir tatsächlich mal passiert. Ich hab's tatsächlich mal geschafft, mit Hilfe eines Kugelbonbons den 30 zu würfeln. Nein, du bist hinter ihm. Oh nein, du bist vor ihm. Nein. Nein, doch. Ey, warte, kann doch anstrengend sein. Doch. Nein. Da jetzt alles wieder in die entgegengesetzte Richtung läuft, bist du vor ihm. Sehr weit. Bin ich weit gekommen. Er kann jetzt sein Kugelbonbon einsetzen. Was er auch tut. Da kommt mein Bowser. Ich den direkt wieder abknüpfen, ja. Komm schon, jawohl. Ja. Ja. Und du kriegst gleich den Bowser. Gegen die Fräse. Gegen die Fräse. Hat der ein Glück. Du kannst ihn nicht kriegen. Ah. Nur weil Bowser ein Fetisch hat, hier das Brett umzudrehen. No. Oh, mein Fetisch schlägt schon wieder zu. Es wird mal wieder Zeit. Ja! Oh, drehen. Drehen? Ich mag drehen. Man kann ja nur ewig dauern, habe ich so das Gefühl. Dieses Bild kann echt ewig dauern. Wow! Ab jetzt bewegt ihr euch alle in die entgegengesetzte Richtung. Schon wieder! Ja. Wo, wie weit bin ich denn von ihm entfernt? Du bist sehr weit von ihm weg. Oder? Ja. Ne, eigentlich nicht. Warte mal, wenn ich hier. Ich komme da durch so eine Röhre, oder? Ja. Ist eins. Dann bin ich, glaube ich, auch ein bisschen zu weit entfernt. Müssen die Röhre. Vier. 6, 7, 8, 9. Du bist nur maximal 9 Felder von ihm weg. Also eigentlich könntest du ihn kriegen. Du könntest ihn eigentlich kriegen. Dann versuchen wir mal. Ja. Setz nun dein Bowser-Bonbon ein. Um gute 2 Würfel zu kriegen. Bist du bereit dafür? Ja, was brauche ich, eine 9 mindestens? Ja, du sollst natürlich eine Höhe haben als eine 9. Was zum? Und? Natürlich doch der Kopf. Ich bin Mega Yoshi. Ja. 8 und? 1, jetzt. 7. Ich glaube, du kriegst den. Dann komme er her. Und? Bin das ich, der da gerade durch die Röhre fliegt? Was? Und? Oh. Minus 2 Sterne.
Geil, was? Ja, ne? Jo. 2 Sterne nur für dich! Yay! Und jetzt der Sprung. Sehr gut. Nur so ein blödes Bonbon holen und den abgreifen. Der hat, glaube ich, nichts mehr hier, ne? Oh, jetzt kommt da rechts ab und sie hat doch schon. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Komm, damit können wir leben. Mache er deinen Zug. Boink. Boink. Hey, du musst ein paar Bonbons kauen, wenn du die Pause sein möchtest. Möchtest du kaufen? Kann ich mir mehrere kaufen? Du kannst dir nur eins kaufen. Ja. Bitte such dir einen Bonbon aus. Ja, ich brauche 2, also. Ja. Möchtest du einen Bowser-Bonbon? Ja, ich möchte Bowser essen. Was? Hä? Diese Bonbons sind aus Bowser gemacht. Und jetzt viel Spaß beim Stibitzen. Komm wieder, wenn du Nachschub brauchst. Und jetzt da noch ein. Da ist noch ein Cool Willy Bonbon am besten. Ja. Flap flap Bonbon. Du hast wie viele Bonbons, was? Geil. Ein Flappbonbon, um den Flappbonbon zu halten. Yeah. So. So, wir kriegen noch einen Bonbon, deswegen jetzt mal meinen Ding rein. Ja, ich nutze mal mein 2-fach-Bonbon, um 2 Würfel zu kriegen. Oh. Yeah! 3. Ja. Und eine. Ja, 7. Ich nehme die Nummer 3. Nein, die haben mich gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ich muss doch Bonbons kaufen. Moment mal, ich habe ihn doch gerade gesehen. What? Ah. Wenn es nicht anders geht. Und jetzt geh weg. Komm wieder, wenn du Münzen hast. Geh weg, ohne Münzen bist du nichts. Ganz schön rassistisch, ey. Du hast keine Münzen, alle. Ja, weil du Geld hast, sind alle freundlich zu dir. Ja, und wenn du keinen hast, dann sind alle arschig zu dir. Genau, das sagt man doch. Aber ich dachte mal, Geld kann keine Liebe kaufen. Offensichtlich doch. Ja, Räser, der ist noch weit, ne? Ja, irgendwo weiter da vorne ist der. Ja, geil. Brauch kein Geld mehr. Das ist wie ein neues Pokémon. 5, 5, 5. Mann. Mann. Du brauchst doch kein Geld, Mann. Hier ist ein Flappenpaar. Am Hatchet. Was willst du dir damit kaufen? Algen? Oder soll immer Tintenfrische fressen? Ich weiß, wer Tintenfrische fressen. Die fressen kein Plankton. Ich glaube, so viel steht fest. Also. Oh ja, ich sehe den Shop nie, deswegen denke ich mal, der bekommt irgendwie so random irgendwie Geld abgezogen. Er hat gerade nichts für das Bonbon ausgegeben. Wollt ihr uns verarschen? Oh Gott. Und weißt du, was jetzt passiert? Ja, Bonbon zwischeneinander, ja, super. Ja, und jetzt los geht's. Zwirbel, 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 zwirbel. Du kriegst nicht meine Bonbons, ey. Und das Chaos nimmt seinen Lauf. Yeah, und zack. Ich habe nur ein Ding auf jeden Fall. Was? 2 blaue Bonbons. Das ist schon mal. Das ist was Gutes. Das ist ein Eis. Okay. Oh, hi. Oh. Ja, hat sich nichts geändert eigentlich. Außer das hier, glaube ich. Ja. Hier habe ich nicht sogar eins dazu bekommen jetzt. Nee, du. Nee, er hatte ja auch 3 gehabt. Ja, das ist sehr weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soll ich es wagen oder nicht?
Wenn, dann bin ich immer noch hinter ihm, also. Ja. Also du setzt den Kugelwilli-Bonbon ein. Ja. Ich nutze meinen Kugelwilli-Bonbon, um mich in einen Kugelwilli zu verwandeln. Kugelwilli Morph aktiviert. Joink. Sieht gut aus. Joink. Nicht gut aus. Joink. Das sieht, ich glaube, reicht sogar. Und Mops Geschwindigkeit. Oh. Was geht, Puff? What the? Wie ist der so schnell hierher gekommen? Ich bin eine Rakete, deswegen. Raketen? Oh mein Gott, ich glaube, du könntest dir den Sieg gleich entscheiden. Ein kleiner Applaus für Daniro LP. Ja. Hey, applaudiert in den Kommentaren Daniro LP. Denn jetzt. Klatsch, klatsch. Und jetzt wird es mal wieder Zeit für meine Lieblingsbeschäftigung. Oh. Fertig. Drehen. So. Wow. Yeah, das war ein heißer Kampf. Ich bin beeindruckt. Dieses Mal wirklich. Boom. Komm, geben wir ihn 5 Sterne, so. Also, was wird es sein? Ja! Kreuz, Kreuz, Kreuz. Verdammt! Er ist nicht so wie die anderen. Er hat die Tradition gebrochen, wie kann er das wagen? Oh, Terry! Wie kann er das wagen? Lupe hält einen leckeren Kugelwilli-Bonbon. Lecker! Jetzt komm du mal direkt zu mir hin. Ich habe einen Bowser-Bonbon, das deinen Namen hat. Ja. Und er wirft den Kugelwilli-Bonbon weg. Was? Yay! Weggeworfen. Oh, ich bin schon. Oh, ich habe auch Tinte in meinen Hirn. Ja. Wenn er jetzt auf der Bowser-Feld landet, dann hat er auch verloren. Jetzt sieht man ganz schön 6 Münzen ab. Ey. Oh nein! Warum hat er nicht einfach das rote Bonbon weggeworfen? Das war, glaube ich, sowieso nur ein zweimal Bonbon. Ja, wir können den seinen Gedankenprozess nicht nachvollziehen. Das ist zu hoch für uns. Zu hoch und zu dämlich für uns. Das ist ein zu ganz großen Masterplan wahrscheinlich irgendwie ausgehängt, den wir nicht verstehen können. Genau. So. Geil, du hast den 6 Münzen abgezogen. Dann zeig mal. Und jetzt nur für eine 1. Schade. Und wer dann passiert? Dann hätte er den letzten Stern verloren an Bowser. Aber wenn du alle Sterne verlierst, dann bist du draußen sozusagen. Ja. Okay. Ich dachte, man muss... Oh, es ist eigentlich perfekt für dich, dein Bowser-Bonbon einzusetzen, weil er steht nicht in der sicheren Zone. Und wenn du jetzt zwei hohe Zahlen befüßt, hast du gewonnen. Wo bin ich denn? Ich bin doch noch voll weit entfernt, oder? Nee. War ich direkt vor ihm? Ja, du bist direkt hinter ihm. Das ist aber sehr knapp hier. Na hier, du kommst ja gleich durch die Röhre auf die andere Seite. Da. Wo siehst du denn die Röhre? Sind die Röhren hier? Nee, die Röhre ist hier oben. Das führt nach dahin. Und dann würdest du hier oder da rauskommen und dann würdest du genau dort landen. 10, 11, 12, 13 müsste ich dann haben. Okay, versuchen wir mal. Du müsstest keine 13 haben. Du stehst ja am anderen Ende. Ja, er müsste eine hohe Zahl befinden. Ich verstehe es nicht, aber ich mach's mal. Ich vertraue dir schon. Ja. Ich hoffe, ich verstehe es immer noch nicht, aber okay. Ich mach mal. Du machst einfach mal. Also wenn man jemanden vertrauen kann, dann Metal Mario Master. Ja. Oh nein! Nein! Was zum Beispiel? Okay, das war jetzt ziemlich verschwendet, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe auch keine Münzen, um mir neue Dinger zu holen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt? Oh. Jetzt sind das kannst du sowieso erstmal sagen. Oh, ja. Sehr gut. Und jetzt geht's los. Gib mir deinen blaues Bonbon. Gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir. Blau. Ja! Yeah! Und zack! Wenn er jetzt nicht in der sicheren Zone bleibt und jetzt vielleicht nicht, nicht auf die Fahrzeichen bekommt, dann kannst du deinen Kugelwilli-Bonbon einsetzen und du hast gewonnen. Ich hoffe, ich immer mehr Bonbons hier wegwerfen kann.
cool, Willy Bonbon erhalten. Und da will er mir jetzt gleich die Münzen abziehen. Ich habe keine. Ha. Jokes on you. Jokes on you. Oh mein Gott, er hat nicht das Blaue weggeworfen. Schade. Schade, dass er nicht nach links gegangen ist, dann hätte er verloren. Da will jetzt keine Eins. Bist du weit weg? Ja, ich weiß. Aber ich will keine Eins haben, deswegen. Nee. Obwohl doch. Die Chance, dass ich eine 1 würfel. Okay. Die Chance. Hey, so kommen wir nicht ins Geschäft, geh weg. Ah, links, verdammt. Obwohl, das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist überhaupt nicht schlecht. Nee. Noch nicht genug, um mir was zu kaufen, aber okay. Ich habe nicht genug, um mir was zu kaufen, aber das ist mir scheißegal. Ich habe Geld. Ja. Hey, Geld ist jetzt ein Kappen, oder? Oh, hi. Oh, hi, ne? Blaine, Kampf nur hier in die Länge ziehen. Ja, wir haben schon 31 Minuten. Scheiße. Ich glaube, wir sollten das gleich mal auf zwei Parts splitten. Ja, das wird schon hier noch. Meinst du? Ja, dann wäre auch ein bisschen zu lange. Machen wir alles in einem Part noch. Na, wo landet er jetzt? Ich bin doch gerade erst aus der Röhre rausgekommen. Nein. Nein! Ah! Nein! Er hat den Stern geklaut, aber er ist nicht in der sicheren Zone. Ja, und ich komme jetzt direkt und ziehe den Stern wieder ab. Das kannst du mal glauben. Ja! Eins! Daufen, was zu essen. Ja, ich habe noch gar nichts heute gegessen. Hm? Ich noch gar nichts heute gegessen. Du würdest nicht mehr schon die Füße haben. So, du löst mir meinen Stern ab, ne? Gleich nach Gerechtigkeit. Seit wann Gerechtigkeit? Boah. Das ist wenig. Danke. Engines starten. Hi, Puff. Ah. Der Kampf geht echt in die Länge. Ja, das dauert ein bisschen zu lange, also für. Ich glaube, wir sollten. Und wenn jetzt nicht gleich irgendwann mal der Sieg kommt, dafür ich in zwei Parts splitten. Na, das geht schon. Nicht, dass der Kampf gleich eine ganze Stunde dauert. Ja, so gut. Wie vom Sieg, ey. Ja. Keiner von uns hat ein Dingensbonbon hier. Kann eigentlich nichts passieren hier gerade. Eigentlich nicht. Hi. Am besten, ich bleib die ganze Zeit hinter ihm. Eigentlich. Oh, du hast gewonnen. Ja. Ja. Oh, der hat auf dem Boss. Ja. Sehr gut. Alles läuft nach Plan. Oh. Oh, den schnapp ich mir. Moin. Wow, gefällt mir mein ganzes Schiff. Es kommt noch besser. Ich nehme dir jetzt einen letzten Stern weg, damit du verlierst. Oh, oh nein. Allheil Daniro. Und jetzt lass die Fetzen fliegen. Wow, dieser letzte Überfall macht die Entscheidung. Jetzt hat Pupon 0 Sterne. Bowser unterstützt Daniro confirmed. Ganz richtig, Leute. Diese Partie hat Yoshi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Bowser. Hey. Danke, Bowser. Das erste haben sie uns hat Zepter wetten, dann gibt er mir den Sieg. Geil. Oh, ich sterb jetzt. Oh, wenn du glaubst, dass das Ende ist. Nein, das war es noch nicht. What? Eine Sache kommt noch dazu. Und wirst du jetzt gleich sehen. Aber das können wir jetzt auch noch mit da reinpacken. Oder so. Ja. Die Ergebnisse werden gespeichert, wo gespeichert. Und jetzt zeigst du diesen Bowser und hol das Sternzimmer zurück. Oh, du nutzlose Niete. Und du willst böse sein? Du bist höchstens blöde. Sagt die Person, die mir den Stern, ja. Oh. Ich gehe jetzt. Ach, wozu braucht man so ein Zipfel überhaupt? Ist doch Müll. Hier, ich will es gar nicht.
Ich halte meine Versprechen. Also. Ach, so ein Quatsch, nur einer. Das stellt für die der Superstar. Und das bin ich, Bowser. Komm, ich zeig dir, was ein Superstar ist. Yoshi, du gegen mich in der Kälte des Weltalls. Jetzt. Was? Okay, du musst noch ein Minispiel spielen. Moment, ich verliere. Finale! Besiege Bowser, schwinge das Sternzepter über deinen Kopf, um Energie aufzubauen. Feuere die Energiekugel ab, sobald du kannst. Beobachte Bowser ganz genau. Startet er einen Angriff, so begib dich in die Defensive, auch wenn du dann dabei Energie auffüllst. Okay. Oh Gott. Was haben wir für eine Steuerung? Okay, wenn man das Sternzepter nach links, rechts wegen Energie aufbauen. Und du musst dabei A oder B gedrückt halten. Du musst A vor A drin und dann so schwingen. Kann ich da verlieren? Ja. Ja, du sollst dich dabei natürlich auch bewegen. Erst bewegen! Ja, wie denn? So. Ich kann mich nicht bewegen. So. Was? Na? Ich tu nach links. Ich gehe in die andere Richtung. So. So, erstmal. Ausweichen. Jetzt auf. Jetzt aufladen und ab. Ah, ist nicht richtig. Wieso? Hier, so schwingen. Genau so. Mein wow. Voll überkompliziert, ey. Ne, ah. Das war nicht genug. Na, Wow. Nein. Das war ja mal. Wow. Was passiert denn, wenn ich verliere? dann muss ich nochmal spielen. Oh Gott. Alter. Jetzt. War. Was ist das? Oh Gott. Was kommt jetzt? Laser. Was? Jetzt. Und nochmal. Okay. Wow. Bleib ich hier nur das, das machen. Und jetzt solltest du. Oh, Vorsicht. Na, schnell. Schnell. Nein. Ah, willst du mich verarschen? Erneut versuchen? Boah. Natürlich, ey. Oh! Hi. Komm mal her. Ist das mal. Jetzt. Ah, jetzt hat er. Ring ist zu Ende. Was ist das? Flieg und Sieg. Verdammt, hätte ich. Hätte ich öfter sagen sollen. Würde ich sagen, das ganze Brett nochmal neu machen, ey, das wäre ein bisschen doof. Ja, du hast es geschafft. Story-Modus abgeschlossen. Ich irgendwie an Kirby erinnert hier mit dem Start. Das war die beste Sternenrallye, die ich je gesehen habe. Was für ein cooler Abschluss. Mit Witz und Esprit hat Yoshi das Sternzepter zurückerobert. Das nenne ich einen echten Superstar. Wer will jetzt noch bezweifeln, dass Yoshi das Sternzepter zusteht? Niemand. All heil Yoshi. All heil Yoshi. Wir kommen nun zur Sieger hier und wer gewinnt das Sternzepter und jede Menge Bonbons? Was? Es ist Yoshi, Applaus für unseren Superstar. Ich ziehe meinen Hut. Bitte nicht. Du bist der Superstar. Yay. 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 Oh.
See ya! See ya! Ich glaube, du kannst A drücken. Ich guck mal, das geht. Um die Credits hier jetzt, ne? Ja. Nein! Oder drück auch Plus. Ich hoffe mal, man kann die Credits überspringen. Man kann sie nicht überspringen. Tja! Will die Koopas abschießen? Ja, das war's mit Mario Party 8, also den Story-Modus. Ja. Was folgt, sind jetzt ein paar Matches zwischen uns und ein paar anderen CPU-Gegnern. Ja. Was wir eigentlich von Anfang an geplant haben. Ja. Ich würde einfach ins Home-Menü gehen, oder? Nee, sonst kriegst du hier. Wir können uns einfach verabschieden und dann einfach offscreen die Credits runterlaufen lassen. Ja. Ja, also. Luigi, den haben wir gar nicht gesehen. Da haben wir unseren größten Verlierer überhaupt. Ja. Okay. Dann sagen wir mal, bis zum nächsten Part. Ja, bis auf dem ersten Partybrett. Mit mir. Ja. Ciao. Tschüss.